Catwalk. Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen wie auf dem Catwalk und ihr ja, seid die Models. Schwing die Hüfte hier. Yeah. 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 Walk. Walk. Du führst das Ganze an, der Chica-Walk. Ja, Lola, kannst du dir vorstellen, nein. Was ihr hier machen müsst? Nein, wirklich nicht? Also, vielleicht ja. Muss man die, also entweder so ein Kugelweitwurf, weil hier ist ja Sand. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht muss man sie auch hier so in der Mitte das heißt so ja lang Catwalk. Rollen. Catwalk. Ach so, dann laufe ich Catwalk. Mit der Kugel bis zu 100 und hab Punkte. Nein, da fangen wir an, zack, und da, wo sie runterfliegt, der hat halt die wenigsten Punkte, wenn man weiß. Ja, also das kann man so sagen. Leichter Vorteil natürlich für Jorge, weil du bist ja professioneller Catwalk-Trainer. Frank Buschi Buschmann, der erklärt uns jetzt einfach mal die Bahn. Buschi, wann war eigentlich dein letzter Modelvertrag? Irgendwas mit Unterhaus. Also, auf unserem Catwalk wird nicht gelaufen, sondern gemurmelt. Das Spiel ist, ja, ganz einfach, zumindest in der Theorie. An der Seite der Strecke haben wir Markierungen von 1 bis 100. Ziel des Spiels ist es, seine Murmel so weit wie möglich über den Catwalk zu rollen, ohne dass sie von der Bahn abkommt. Die Stelle, an der die Murmel die Bahn verlässt, entscheidet über die Punktzahl für den Wurf. Wer nach 2 Runden mit jeweils 3 Murmeln die meisten Punkte auf seinem Konto hat, der gewinnt. Ab dafür! Und wir fangen an mit Lola. Oh. Lola, Lola. Liebe ist, dass wir nicht die Ersten okay. sind. Und hier oben einfach lang. Ich könnte es dir natürlich auch einmal vormachen, wenn du möchtest. Aber Ja. Okay, komm. Weißt, ich mach's dir gerne einmal vor. Hey, pass auf. Ne? So. Ah, schade. Oh. Ja. Hey, das ist jetzt wirklich doof gelaufen. Ich glaube, das toppe ich gerade so. Ich hoffe, dass du was mitgenommen hast aus meinem Konzentration, Versuch. Lola. Geistig ganz viel. Lola, ich stell mich mal hier hinten hin, um deine Murmel in Empfang, okay. im Empfang zu nehmen. Du, da kannst du musst einen Meter weiter hintergehen. Ja, bin hier. Nee, wahrscheinlich musst du dich hier hinstellen. Okay. Oh Gott. Da gibt's doch bestimmt so eine krasse Strategie, oder? Ja, das ist die Frage. Ja, wow. Sehr gut. Wow. Respekt. Wow. Nicht schlecht. Guck mal hier, schauen wir mal. Oh. Mega. Da ist er runter, würde ich sagen 79. Habt ihr das auch so gesehen? Ich glaube, es war eine 100. Okay, 179 war es. Lola, du kannst weiter murmeln. Ja, mega. Du machst deine Runde komplett durch, aber sehr gut gemacht bisher. Ja. Das war der Bauernhof, ne? Da ist er wieder. Ich überlege gerade noch, was auch... Boah, sag mal. Das wäre die 100. Wow. Das gibt's doch nicht. Wow. Also Lola, dass du Talent hast, das wussten wir alle, aber dass du so gut mit Murmeln umgehen kannst, da bin ich ein bisschen überrascht. Das ist das einzige Talent, was ich glaube ich habe und gerade entdecke. Okay. Kannst du mal sehen. Oh, yeah. Okay, das wäre ich. Scheiße. So, 1, 2 oder 3? Ja, ich würde sagen 3. Oh. Aber auch die B-Note super. Ja, B-Note war super. Also die Körperhaltung 1A. Hey. Du hast 100. Ich sag mal 3. 3 waren es, glaube ich. Ihr hättet mich nicht loben dürfen. Jetzt habe ich einen Höhenflug. Und jetzt ist er... Ja, ne? Achso, du bist fertig. Wir machen weiter mit Jorge. Oh yeah. Ja. Sollen wir so ein bisschen hier die Anfeuer-Girls, ja, die Cheerleader? Ja. Okay. Daishi. Jorge, dein ganz Gefühl. Ja, ich habe angeschaut, wie Lola hat gemacht. Lola hat so gemacht. Ja. Popo raus. Ja, Gole. Ja, aber bei dir, du musst das Bein rausmachen. Blick. Bein raus. Aber ich sehe gerade mehr, als ich sehen will. Ich will alles sehen. Oi. Sehr gut gemacht. Wow. Nicht schlimm. Wir gucken uns mal an, wo es genau war. War so im Bereich, ja, 70 ungefähr. Aha, ja, so. Ja. 66, ne? War es sowas? Oder ja, ungefähr. Ungefähr. No? Solange wir uns einig sind, ja, jetzt darfst du gerne weitermachen. Okay. 66 Punkte, das macht dir aber nicht schlecht. Daishi. Dein Bein ist wirklich verwirrend, Hoche. Das halte ich den ganzen Abend, glaube ich, nicht aus. Weißt du, ich muss mir vorstellen, der 100 ist der Kopf von Herr Lambi. Tut mir? Ja. Weil ich konnte seinen Kopf brechen. Lambi, duck dich! Lambi, buck dich! Na, nicht so! Mann! Oh, du siehst etwas dort? Nein. Soll ich festhalten von hinten? Warte. Ich kann das gleich nicht. Mach mich nervös, Frauke. Wenn du willst, halte ich es so fest. Frauke. Ich finde etwas kitzelig. Okay, jetzt. Yes. Warte mal. Lola hat so gemacht. Oh, das war kacke. So ähnlich war es. Was war das? Was? Kack. Ich wäre so bei 17. Kommt das hin? Ja, 17. Ja.
Und eine darfst du noch. Oh, Mama Mia. Okay. Frage, ich glaube, du musst mir die Hand anlegen. Ich könnte noch mal von hinten kommen, wenn du willst. Wenn du möchtest. Kann ich das noch mal fixieren? Warte, ich muss mir relaxen. Ein bisschen so Sport. Okay. Ah, guck mal. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mit bloßem Auge hätte ich gesagt, so 72 schauen wir uns natürlich aber auch noch mal an. Frauke, du kannst dich gern schon mal hinstellen und schon mal seelisch drauf einstellen. Ja, was war's? 70? Ich sag mal 70. Okay. Ja. Ich frage mich, ob Kegelbahnerfahrungen was bringen. Ich weiß es nicht. Eine sehr gute Überlegung. Da bin ich ganz groß, wirklich. Ja, Kegeln, Bohlen, aber ich habe ein bisschen schweißnasse Finger vor Aufregung. Willst du dir trocken deine Finger? Ja, warte. Danke. So. Also wenn wir bei jeder Bahn so lange brauchen, dann wird das ein sehr langer Abend heute. Bring mich jetzt hier nicht durcheinander. Nein, Entschuldigung. Oh, okay. Das war zu schnell. Eine Sekunde, schauen wir nochmal, wie viel es genau war. In dem Bereich hier ungefähr. So, da bist du rüber. 37 hätte ich jetzt gesagt. Ah, ja, gut. Ja. Da gibt es Luft nach oben. Ja, okay, aber auch nach unten, von daher. Ja. Na gut, wenn es jetzt dreimal 37 ist, machst du die 100 danach. Wo war der erste? Eben 37. Ich glaube, Frauke. Wie viel? Die waren genau gleich. Ja? War eher im Bereich 39, würde ich sagen. Hast du noch mal zwei jetzt Frauke, Massage. Ja. Ich kann dir eine Massage. Ah, oh, ja. 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 Danke, Jorge. Okay. Ja, danke. Ich freue mich auf die Pause mit dir gleich. Ich akzeptiere einfach, was hier passiert. Scheiße. Der war sensationell. Das da freue ich gut. mich sehr auf die... Gut, ich habe mich nicht vorbereitet auf diese Show. Ja. Aber, ja. Weißt du was, weil ich sehr nett bin, 7. Ja. Wir haben gerade einen Zwischenstand von Lola 182, wow. Jorge 153 und Frauke 83. Und weil du die wenigsten Punkte hast, darfst du jetzt die zweite Runde beginnen. Kann ich gar nicht runterkommen in der Zwischenzeit. Komm, du bist warm. Wow, yes. wow, yes! Yeah. 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 Ghetto! Sehr gut. Ihr macht mich wahnsinnig. Sehr, sehr gut. Wahnsinn. Aber das hat mich jetzt ein bisschen... Ich hatte zwischendurch schon eine kleine Schwitzattacke. Guck mal, wie das hat sich verändert. Du bist in erster Platz jetzt. Das ist völlig richtig. 183 hast du jetzt gerade. Mach das gleiche nochmal. Mach genauso nochmal. Komm. Also, Wahnsinn. Man muss erst reinkommen, finde ich, wirklich. Ja, ich reinkomme nie. So. Na ja, gut. Okay. Warte. Du warst schon drin. Moment, wir gucken uns an, wie viele Punkte es genau waren. So. Sie waren noch nicht raus. Zack, 30. Ah ja. Sowas? Ja, 30. Ja. Wollen da ja auch nicht zu streng sein. Ungefähr halt. Scheiße. Schade. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht sagen. Das ist super. Das ist ein Kummer, bist du ja, aber einmal 100 ist ja auch gut. Roche, du kannst dich schon mal nach vorne stellen, während wir uns die Slow-Mo angucken. Okay. Ja, komm. Wahnsinn. Mein Kopf sagt 11, mein Herz sagt 12. Sagen wir 12. Danke, Christian. Okay. Oh, mit Gewalt? Mit Gewalt. Bringt man nicht. Du warst zu schnell. Also, Jorge, nicht ganz so schnell. Du bist zu schnell für unsere Kamera. 39? Ja, 39. Okay. Yes! Oh! Yes! Yeah! Warte, Chicago. Wop, ja. Während Jorge tanzt, gucken wir uns mal eine 100 an. Das ist doch auch schön, wenn man sowas mal sieht. Das ist tatsächlich echt nicht einfach. Da rennt Jorge und klatscht hinten gegen Lambi und haut ihn weg. Und einen hast du noch. Noch eine noch. Komm. Chicago, walk. Noch einmal. Lach nicht. Ich fuchte die weg. Aber verrückt, oder? Warum, man ne? Denkt man zu viel Adrenalin. Ja, man denkt, man kann es. Ja. Zu viel Adrenalin. Wir gucken uns mal an, wo es genau war. Es sei denn, du warst wieder zu schnell. Das weiß ich natürlich nicht. Nee, guck mal, jetzt haben wir es hier. Zack. Ja, oh. 17? Ja. Das ist nicht möglich. Mein Ball ist hier. Ja, weil du sehr doll geworfen hast. Mein Kristallkugel da. Deine Kristallkugel. Alles klar. Sehr gut. Kristallkugel. Ja, genau. 309 Punkte für dich. Du führst gerade vor Frauke, die 225 Punkte hat. Rücklicht. Lola, du hast Lieb eine. Wir haben noch Spiele. Okay, darf ich schon? Lola hat ja die meisten Punkte in der ersten Runde gemacht. Von daher bist du natürlich eigentlich führend. Lola, Lolita.
Oh, das bravo! Yeah! Wo sind deine Fan Grotte? Ich hab keine Fan. So, 21. 10. 21 für Lola. Oh, das ist schon. Oh, Lola Gunnar. Stehst du oder ist das? Ich weiß das nicht. Du stehst nicht. Ich dachte gerade. Dazwischen. Lola, Lolita, Lola. De mi corazón. Ui, ui, ui. Ah ja, guck mal, ist der, je langsamer, desto besser. Haben wir eben auch schon gedacht. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, sehr gut. Ja. Warenbereich 70, eine Sekunde, wir gucken uns das nochmal an. Aber ich glaube, du bist sehr gut dabei. Guck mal, sogar ich bin gelaufen. Mit Sprinte. So schnell kann die Mumme nicht gewesen sehr sein. Elegant. 67, würde ich jetzt mal sagen. Ja, immer wohlwollend. Wir runden mal. Wann hast du das letzte Mal so viel Sport gemacht wie gerade eben? Oh, warte, man muss sich kurz überlegen. Das ist 23 Jahre her, glaube ich. Und selbst da war ich außer Puste. Komm, Lola, mach 100. Okay. Nee. Doch, schaffst du. Ah, komm. Hilfe. 100. Oh ja, das war super. Das war richtig gut. Ja, das ist so im Bereich so 25 bis 28 für die Schätzen. Schauen wir uns aber auch nochmal an, liebe Zuschauer. Und dann haben wir Catwalk auch geschafft. Stylisch. Ja, 26 gebe ich dir jetzt mal. Und Lola hat in der ersten Runde geführt, aber Jorge hat sehr gut aufgeholt. Von daher kann ich euch jetzt schon mal eure Murmeln für die Glücksbahn geben. Lola, du hast zwei Murmeln erspielt. Du hast die Ehrenmurmel. Ja. Und Jorge hat drei Murmeln erspielt. Drei! Wow! Jorge, komm mal bitte her. Ja. Ich habe einen Wunsch. Ja. Ich möchte gerne, dass wir es einmal zusammen machen. Meine Damen und Herren, wie viele Murmeln hat Jorge bei Catwalk erspielt? Ihre Bewertung, Jorge González. Drei!